Hallo zusammen und willkommen. Sesam, öffne dich, wer kennt diese Zauberformel aus dem Märchen nicht? Die Formel öffnet eine mystische Felsenhöhle, in der sich ein atemberaubender Schatz befindet. Ähnlich wertvoll ist auch, was sich in Sesamsamen befindet. So bietet Sesam reichlich Kalzium, das sich beispielsweise positiv auf die Knochengesundheit auswirkt. Wer Sesam regelmäßig verzehrt, kann auch den Blutdruck auf natürliche Art und Weise senken. Zudem pflegt Sesam die Haut und das Haar. An der Zauberformel ist also tatsächlich einiges dran. Sesam gilt als eine der ältesten Ölpflanzen. Schon um das Jahr 3000 vor Christus wurde Sesam angebaut. Funde aus Mesopotamien belegen, dass bereits 2000 vor Christus Sesam angebaut wurde. So schrieb man auf eine Inschrift, dass mit Sesam die Götter würzen würden. Dies zeigt, welche enorme Wertschätzung man Sesam entgegengebracht hatte. Sesam breitete sich im Laufe des 2. Jahrtausends in Indien aus. Auch die alten Griechen, Ägypter und Römer schworen auf den Sesam und benutzten ihn als Gewürz oder als Öl. Sogar als Grabbeigabe wurde Sesam gerne genutzt und stellt somit auch eine Besonderheit bei allen großen Übergängen, wie beispielsweise einer Geburt, Hochzeiten oder den Tod dar. Türkische und griechische Soldaten trugen sogar oftmals ein Päckchen Sesam als Stärkung mit sich. Die Samen von Sesam kommen übrigens in den Farben schwarz bis hellbraun oder goldgelb vor. Der schwarze Sesam ist die Urform und schmeckt ähnlich der goldenen Variante. Dennoch weist schwarzer Sesam die hochwertigste Zusammensetzung auf. Gerne wird der schwarze Sesam daher für medizinische oder kosmetische Zwecke genutzt. Prinzipiell gedeiht Sesam in mäßig feuchten, warmen Gebieten besonders gut. Die Pflanze stellt nur sehr wenige Ansprüche an den Boden und kommt auch ohne Dünger aus. Aus diesem Grund ist Sesam ideal für den biologischen Anbau geeignet. In den orientalischen, afrikanischen und asiatischen sowie in den indischen Küchen findet Sesam auf unterschiedlichste Art und Weise seine Verwendung. So werden die Samen gerne als Zutat für Knabbereien und Backwaren, aber auch als Gewürz eingesetzt. Auch hierzulande würzt man gerne mit Sesam oder verfeinert Backwaren und Müslis mit ihm. Es gibt jedoch auch Besonderheiten, die aus Sesam hergestellt werden können. Ein gutes Beispiel hierfür ist Tahin. Dabei handelt es sich um einen Sesammus, der für süße und herzhafte Gerichte verwendet werden kann. Tahin versorgt uns mit viel Energie und ist daher ideal zum Frühstück geeignet. Auch in Soßen wird das leckere Sesammus gerne verwendet. Das Sesammus gibt es übrigens in zwei Varianten. Die eine Variante verwendet geschälten Sesam, die andere verwendet ungeschälte Samen. Tahin aus geschälten Sesam schmeckt meistens sehr mild, während die andere Version eher herb mit einer leicht bitteren Note wirkt. Auch Gomasio ist außerordentlich beliebt im Orient. Gomasio ist Sesamsalz, das sich für pikante Gerichte hervorragend eignet. Das Salz ist ideal für das Überstreuen auf einem Salat oder gebratenem Tofu. Auch auf Pellkartoffeln oder in leckerer Avocado-Creme schmeckt Gomasio besonders gut. Gomasio kannst du übrigens auch selbst einfach herstellen. Hierfür nimmst du einfach Stein- oder Meersalz, das du leicht erhitzt. Dadurch wird eine eventuelle Restfeuchte einfach verdunsten. Anschließend zerstößt du das Salz in einem Mörser, bis es die gewünschte Körnung erhält. Nun musst du nur noch ungeschälten Sesam in einer Pfanne gleichmäßig bräunen. Dazu solltest du jedoch kein Fett verwenden. Fertig ist der Sesam dann, wenn du ein nussähnliches Aroma wahrnehmen kannst. Auch die gebräunten Sesamkörner werden nun mit dem Mörser sorgfältig zermahlen. Danach werden sie einfach mit dem Salz vermischt. Wichtig ist, dass du die Sesamsamen wirklich gleichmäßig anröstest, damit sie nicht verbrennen oder gar bitter werden. Du kennst sicher das Sesamöl. Das goldgelbe Sesamöl wird nicht nur als Speiseöl verwendet, sondern dient auch als wichtiges Öl in der Lehre von Ayurveda. In Indien findet das Öl seine Verwendung in vielen Kosmetikprodukten, wie beispielsweise Seifen oder Körpersalben. Das Öl dringt sehr tief in die Haut ein und ist daher ein tolles Massageöl. Gerne wird es auch zum Ölziehen verwendet. Das Öl kann die Regeneration deiner Haut unterstützen und sie somit jung halten. Zudem verspricht Sesamöl einen leichten Lichtschutzeffekt. Studien belegen, dass das Öl auch bei trockener Nasenschleimhaut außerordentlich hilfreich sein kann. Damit man alle Vorteile von Sesamöl genießen kann, sollte man zu unraffinierten und kalt gepressten Sesamöl greifen. Zudem sollte natürlich das Öl aus dem Bioanbau stammen. Das Öl ist zudem reich an Antioxidantien und ist somit lange haltbar. Aufbewahren sollte man die geschlossene Flasche stets an einem kühlen, dunklen Ort. Dort hält sie sich bis zu 12 Monate.
Natürlich verkürzt sich die Haltbarkeit nach dem Öffnen. Du solltest es nicht mehr verwenden, wenn es leicht bitter schmeckt oder etwas ranzig riecht. Sesam bietet dir besonders hochwertiges Fett, denn die Samen weisen einen Fettgehalt von 40-50% auf. Das Öl besteht zu 87% aus den wichtigsten ungesättigten Fettsäuren. Das Öl hat einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel und ist besonders gut für deinen Stoffwechsel. Kommen wir nun also zu ein paar Vorteilen von Sesamöl. Nummer 1. Sesamöl hat Vorteile für Knochen, Haut und Haare. Sesam ist eine gute Eiweißquelle, welche alle essentiellen Aminosäuren beinhaltet. Diese übernehmen zahlreiche wichtige Aufgaben in unserem Körper. So sind sie beispielsweise für die Bildung von neuem Kollagen mitverantwortlich. Sesam kann unserem Bindegewebe und der Haut daher Festigkeit verleihen und kann zu einem gesunden Wachstum von Haut, Haaren sowie Nägeln beitragen. Auch zu gesunden Knochen und Zähnen kann Sesam bei regelmäßiger Einnahme beitragen. Nummer 2. Sesamöl ist eine wahre Osteoporose-Prophylaxe. Die kleinen Samen besitzen einen hervorragenden Mineralstoffgehalt. So findet man viel Calcium und Magnesium in Sesam. Die Samen sind daher besonders wertvoll für einen guten Aufbau von Knochen, Knorpel, Zähnen, Muskeln und Gelenken. Sogar für den Herzmuskel bringen sie positive Eigenschaften mit sich. Auch die Reizleitung in unseren Nerven wird durch Sesam gefördert. Wer Sesam in seine Ernährung integriert, kann daher auch effektiv etwas als Vorbeugung gegen Osteoporose unternehmen. Nummer 3. Das Sesamöl enthält viele Antioxidantien. Die Samen und das Öl können unseren Körper mit besonders vielen Antioxidantien versorgen. Sesam ist besonders reich an Vitamin E. So kann Sesam oxidative Prozesse hemmen, was positive Auswirkungen auf unser Gefäßsystem hat. Mit Sesam kann man daher auch den Blutdruck senken. Nummer 4. Sesamöl verleiht Kraft und Energie. Nicht nur Vitamin E, sondern auch viele B-Vitamine befinden sich in Sesam. Darüber hinaus hat Sesam auch Vitamin A in sich. Die Vitamine, die in den Samen enthalten sind, können unsere Stoffwechselvorgänge anschieben. Sesam unterstützt somit einen geordneten Stoffwechsel und gewährleistet unseren Energietransport. Somit wirkt sich Sesam sehr gut auf unsere körperliche sowie geistige Leistungsfähigkeit aus. Auch unser Immunsystem kann Sesam stärken. Nummer 5. Sesamöl ist eine wahre Verdauungshilfe. Schlussendlich ist Sesam auch eine gute Verdauungshilfe, da die Samen reich an Ballaststoffen sind. Sesam kann unseren Darm darin unterstützen, unverdaute Reste der Nahrung sowie schleimhautreizende Stoffe auszuscheiden. Bereits ein oder zwei Löffel Samen reichen schon aus, um die Verdauung anzukurbeln. Zu guter Letzt wollen wir dir nun einige Rezepte mit Sesam vorstellen. Sesam kannst du einfach in Müsli oder Joghurt mischen oder auf Gebäck und Kekse streuen. Es gibt jedoch eine andere leckere Sache, die du damit zaubern kannst. Und das ist die Sesammilch. Hierfür benötigst du 30 Gramm Sesam, 500 Milliliter Wasser, 6 getrocknete Datteln natürlich entsteint und eine Banane. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Zuerst gibst du den Sesam und das Wasser in einen Hochleistungsmixer und mixt die Zutaten für rund eine Minute. Verwende dafür natürlich die höchste Stufe. Durch diesen Vorgang erhältst du nun eine Milch, die du jetzt durch ein Abseittuch oder feines Sieb sieben kannst. Die Milch kannst du nun wieder in den Mixer geben und die restlichen Zutaten hinzufügen. Danach wird für eine weitere Minute gemixt. Und schon hast du eine leckere Sesammilch, die unglaublich gut für das Frühstück geeignet ist. Das zweite Rezept ist die Sesambutter. Hierfür benötigst du 125 Gramm Sauerrahmbutter, 2 Esslöffel Sesam, eine Zehe Knoblauch, Rosenpaprika und Steinsalz. Zuerst sollte die Butter weich gerührt werden und danach der Sesam in einer trockenen Pfanne vorsichtig geröstet werden. Danach schälst und presst du den Knoblauch und rührst diesen mit dem Sesam zusammen unter die Butter. Mit Salz und Rosenpaprika wird zum Schluss noch abgeschmeckt. Kommen wir nun zurück zur Überschrift. Studien belegen, dass Sesam bei Knieschmerzen tatsächlich besser hilft als das bekannte Medikament Paracetamol. Die Studie zeigt, dass nur 4 Esslöffel Sesamsamen, dies entspricht rund 40 Gramm, einer Menge von rund 1000 Milligramm Paracetamol gegen Kniearthritis deutlich überlegen war. Anders als das Medikament weist Sesam jedoch keine Nebenwirkungen wie beispielsweise Asthma, Nieren- und Leberschäden, Herzinfarkte oder innere Blutung auf.
Die wertvollen Samen sind besonders reich an Mineralien und haben daher einen großen Nutzen für deine Gesundheit. Doch Sesam ist auch eine gute Quelle für Kupfer und Mangan, Phosphor, Zink, Selen, Vitaminen und Ballaststoffen. All diese Stoffe wirken sich positiv auf Arthritis aus. Auch gegen andere Entzündungen kann Sesam helfen. Für eine Schmerzlinderung bei Kniearthritis empfiehlt sich beispielsweise ein Sesamtee. Hierfür mahlst du einen Esslöffel Sesam und kochst ihn in rund einer Tasse Wasser für rund 20 Minuten auf. Verwende dafür schwache Hitze. Danach trinkst du den Tee ungesüßt oder mit etwas Honig. Auch Sesam-Palmzuckerpulver kannst du einfach selbst herstellen. Gerne wird das Pulver auch als Kulan bezeichnet. Hierfür benötigst du eine Tasse Sesamsamen sowie ein Viertel Becher von unraffiniertem Palmzucker. Zuerst wird der Sesam geröstet, anschließend zusammen mit dem Palmzucker zu Pulver gemahlen. Für eine nachhaltige Schmerzlinderung solltest du 1-2 Esslöffel regelmäßig zu dir nehmen. Unser Fazit: Sesam hat zahlreiche positive Eigenschaften für unsere Gesundheit zu bieten und hilft sogar besser bei Knieschmerzen als herkömmliche Medikamente. Sesam spendet uns Kraft und Energie und kann sogar unser Hautbild verschönern. Auch unsere Haare und Nägel wachsen bei regelmäßigem Verzehr von Sesam wieder besser. Seine Verwendung findet Sesam nicht nur in der Küche, sondern auch in zahlreichen Kosmetikprodukten. In Indien wird Sesamöl gerne für Massagen verwendet, in Seifen und Cremen gearbeitet und gerne auch pur auf die Haut aufgetragen. Bereits 1-2 Esslöffel Sesam täglich reichen, um unserem Körper etwas Gutes zu tun. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.